Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, kaum eine Stelle des Evangeliums ist bekannter, berühmter als die wunderbare Antwort unseres Herrn auf die Fallfrage, auf die Scheinfrage der Pharisäer, ob es erlaubt ist oder nicht, eigentlich Steuern zu zahlen, dem Cäsar den Tribut zu geben. Weil damit hätten sie gemeint, sagt Jesus Christus ja, dann würde er also eine falsche Staatsreligion anerkennen. War ja die Staatsreligion natürlich heidnischer Götzendienst. Sagt er nein, würde er sich gegen die öffentliche, legitime, zivile Gewalt stellen. In beiden Fällen wäre also er überführbar. Entweder könnte man das Volk gegen ihn haben oder eben die öffentliche Macht. Und die Antwort unseres Herrn ist sprichwörtlich weise, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und der heilige Hilarius ruft aus, welch wirklich wunderbare Antwort, welch göttliches Orakel ist diese Antwort. Der Herr vereint auf wunderbare Weise die Verachtung der Welt und die Ehre, die dem Cäsar, somit also der öffentlichen Autorität, gebührt, indem er also einerseits verpflichtet, dem Cäsar den Tribut zu zahlen und gleichzeitig die Seelen, die gottgeweihten Seelen, eben von dieser Pflicht entbindet, da sie ja, wenn sie alles bezahlt haben, nicht mehr gebunden sind an diese Pflicht. Und er fährt weiter fort, denn wenn man nicht mehr gebunden bleibt durch nichts, also an Cäsar, dann sind wir auch keiner Verpflichtung mehr schuldig und müssen ihm auch nichts mehr zurückgeben, wenn wir ihm schon alles gegeben haben. Aber, wenn wir an Güter hängen und uns an Güter anhängen, die von Cäsar abhängig sind, das heißt, wenn wir freiwillig uns seiner Macht anvertrauen und wir uns ihm freiwillig unterstellen, so wie es also Söldner machen, die somit für das Interesse anderer arbeiten, kämpfen, dann kommt die große Schlussfolgerung. Dann dürfen wir nicht klagen. Als ob uns ein Unrecht widerfährt. Und dann ist die Verpflichtung, dem Kaiser das Seinige zu geben, darf nicht mehr Gegenstand eines Protestes sein. Liebe Gläubige, bevor wir weiterfahren, da ist eine so große Wahrheit in diesen so knappen und einfachen Worten. Und eine so große Lehre für unsere augenblickliche Zeit, in der wir leben. Es bedarf gar keiner großen Ausführungen und Erklärungen, um in Erinnerung zu rufen, wie sehr wir sozusagen unter dem Tribut Cäsars, möchte ich gerade sagen, keuchen. Es bedarf keiner besonderen Ausführungen zu erklären, dass wir mittlerweile wissen, dass zum Unterschied von Cäsar, der ja eine öffentliche Autorität war und der ja auch aus eigener Initiative, aus eigener Kraft auch,
den Geldumlauf beherrschte, braucht es nicht heute große Ausführungen. Ich glaube, Sie sind alle wohl unterrichtet, dass die Geldausgabestellen und somit jene Quelle des Geldes und der Geldkraft überhaupt bei Weitem nicht in der Hand der öffentlichen Autorität ist, sondern seit über 100 Jahren in vollständig privatisierten Geldinstituten. Somit müssen wir mehr den Status eines Söldners auf uns anwenden, als des einfachen Bürgers, der dem Cäsar schuldet. Aber eine große Lehre müssen wir daraus ziehen. Gewiss, wir sind alle unschuldig. Ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Aber wir gehören dieser Gesellschaft an, in der wir leben. Und diese Gesellschaft als Ganzes, in der wir leben, hat sich freiwillig in die Knechtschaft des Mammons begeben. Freiwillig hat sie den letzten christlichen Häuptern den Kopf abgeschnitten. Freiwillig hat sie Christus aus dem öffentlichen Leben verstoßen. Freiwillig hat sie die Prinzipien der Französischen Revolution angenommen. Freiwillig hat sie geschrien und Millionen von jungen Menschen dahingeschlachtet, um für die vermeintliche Demokratie zu kämpfen, die dann letzten Endes nichts anderes ist, als eben jener Moloch, der alles verschlingt, selbst den Privatbesitz, den wir haben. Die Lehre aus diesen Worten sowohl des Heilandes als auch des heiligen Hilarius von Poitiers: Vorerst einmal beklagen wir uns nicht. Vorerst einmal schlagen wir an unsere Brust und sagen: Wir haben diese Sklaverei, in die wir hineingetrieben werden, vollends verdient. Nach über 2 Jahrhunderten öffentlicher Apostasie, öffentlichen Glaubensabfalles, nach über 60 Jahren, wo die katholische Welt nicht mit der Wimper zuckert, dass dasselbige Rom den Glauben aufgegeben hat und den Götzen dient, wollen wir uns beklagen, dass uns Nabucodonosor noch einmal nach Babylon führt? Wollen wir uns beklagen, dass der Pharao uns nach Ägypten bringt und dort versklavt? Gegen wen wollen wir uns da beklagen? Wir müssen mehr wie die Propheten und das gottgefürchtige Volk an die Brust schlagen und sagen: Herr, wir haben es verdient, versklavt zu werden, weil wir dich verlassen haben. Wir müssen mit dem heiligen Markus von Aviano am Kahlenberg zum Himmel schreien: Wir haben es verdient, unter die islamische Herrschaft zu geraten, aufgrund unserer Gottlosigkeit. Und in diesem demütigen, sanftmütigen Akt, in welchem wir uns wie Christus vor dem Willen Gottes beugen und das Kreuz annehmen, dann darf wohl auch der Sieg über die Türken und so wie der Sieg über die Türken, so über diese teuflische Weltherrschaft kommen, aber nicht anders. Große Lehre, liebe Gläubige, des heutigen Evangeliums, die wir uns nahelegen und unser machen wollen, zu eigen machen wollen, nur ein demütiges und sanftmütiges und mit Christus verbundenes, am Kreuz sterbendes Herz hat, wenn Gott will, auch die Kraft und die Macht,
selbst mit dem Schwert, den Satan zu bekämpfen in weltlichen Belangen. Und diese Gnade bitten wir die allerseligste Jungfrau Maria im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Mes chers fidèles,